Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Doraemon Story of Seasons. Ja, in der letzten Folge wollten wir eigentlich ein paar andere Sachen erledigen, dass wir zum Beispiel Doraemon seine gebrannten Mandeln gegeben hätten. Aber, naja, die haben wir leider wie immer mal selbst gefuttert, weil ich nicht aufgepasst habe, dass ich die in meiner Hand hatte. So, ansonsten werden wir heute gießen definitiv. Aber dadurch, dass wir noch die Kupferhacke in der letzten Folge geholt haben, werden wir deswegen mit der Kupferhacke in die Mine gehen und hoffentlich genügend Sachen abbauen können, dass wir vielleicht bis zu einem Golderz kommen, was wir dann Penta geben können. Also das wäre natürlich nicht schlecht. Ansonsten, was war denn in der letzten Folge noch passiert? Wir hatten zwei Cutscenes gehabt. Einmal, dass wir bei Resto im Restaurant waren und dass wir von Penta mit seinem geheimen Lehrling weiterkommen würden. Aber naja, das ist alles nicht so einfach. Denn wir sollen anscheinend Penta ausspionieren, was aber gar nicht so einfach sein wird, weil das scheint erst in der Nacht zu gehen. Also von daher, mal gucken, was wir da noch alles so vor uns haben werden. Der Mais. Stimmt, das hinten ist Mais. Das ist doch Mais. Nee, das hier vorne ist Mais. Das hinten ist Mais. Der wird hoffentlich bald reif sein. Bis zum 17. haben wir nochmal Zeit mit den gebrannten Mandeln. Da will ich eigentlich auch sehr schnell welche haben. Na, wie sieht's mit der Sonnenblume aus? Ja, bis zum 20. Nee, bis zum 17. Habe ich mich da vertan bei dir? Egal. So, düngen. Oh, guck mal, da haben wir Rambi. Schau mal, wie schön es draußen ist. Ja, das weiß ich doch. Mäuschen, das weiß ich doch, wie schön es draußen ist. Dim, 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 dim. So, Kiki, Futter holen. Da haben wir mehr als genug. Hier, na gut, ich hätte gleich 5 setzen können. Hallo? Nee, hier. Platzieren. Denn in 2 Tagen ist nämlich das Hühnerfest. Da brauchen wir Kiki bei bester Gesundheit. Das heißt, wir können es hier nicht verscherzen mit ihr. Aber ich glaube, sie werden sowieso nicht den ersten Platz machen können mit ihr. Weil wir haben eventuell zu spät die... Oh, wir sind aber schon bei 2 Sternen angekommen. Wir haben sie wahrscheinlich zu spät gekauft. Von daher, naja, soll es halt so sein. Wir bauen schon mal den Weizen ab. Und dass ich dann danach nochmal gießen muss. Also wer hat sich das einfallen lassen? Gut ist aber, den könnten wir wahrscheinlich echt auf das höchste Level hochbringen, den Weizen. Weil wir ja nicht großartig damit jetzt was backen oder malen werden. Also von daher, hier alles weg. So, das hätten wir schon mal. Dann brauchen wir heute Kaffeemampf. Wann machen die denn auf? Ich glaube ab um 10. Das ist, glaube ich, ne? Oh, hi Bull. Ja, komm, dann schlaf du weiter, mein Freund. Wir sammeln natürlich wieder so viel wie möglich ein, weil Blümchen müssen wir verteilen. Bei der Oma müssten wir da auch nochmal mit ihr quatschen. Nee, glaube ich nicht. Oh, perfekte Spender zum Arbeiten, oder? Und ja, ich arbeite gerade. Alles gut, mein Freund. Reg dich nicht auf. Wir brauchen Gewürze und Butter für gebrannte Mandeln. Schönes Wetter heute. Findest du nicht auch, Lupita? So, heute ist Samstag. Ab um 12 Uhr. Dann machen wir es gleich so, dass wir bis um 12 Uhr schlafen, weil... Warum sollte ich jetzt noch mal großartig länger warten? Und hoffen natürlich, dass wir sonst nichts weiter triggern. Komm rein, Oma. Wolltest du etwas? Ja, kaufen. Zutaten kaufen. Und zwar Gewürz und Butter. Und dann holen wir gleich noch einmal Öl. Tada, dann haben wir erstmal alles, wa? Weil ich glaube, ich brauche Butter sowieso noch mal für irgendwas. Dann machen wir so, dass wir von jedem 2 haben. Brot. Wäre natürlich eine Möglichkeit.
Mit den Rest wüsste ich sowieso gerade noch nicht irgendwie was anzufangen, also. Kochgeräte, ja, Topset, Nudeln, ein Ofen. Ofen und ein Nudelholz, aber der Ofen, der Schneebesen. Ach, vergiss es, komm. Entschuldige, ich bin im Moment ziemlich beschäftigt. Hey, Jovita, ganz schön heiß, die Klimaanlage wurde ja nicht erfunden, hä? Jep, wurde sie nicht. So, haben wir ansonsten hier irgendwo Ingwer rumliegen? Haben wir. So, Dele, dann gehen wir einmal zurück über den Strand und danach gleich in die Mine, denn ich habe hier keinen Bock für aufregenden Krimskrams noch. Genau, wir holen uns wieder Muscheln von allerlei Sorten. Warte mal. Sandy wird doch wieder was fressen, oder? Ja. Jesus, die hat erst wieder 14 auf. Warte mal, hat die auch sonntags offen? Ja, sonntags. Na gut, dann holen wir uns morgen vielleicht mal einen Köder. Wäre ja mal eine tolle Idee. Ach, da ist noch eine Muschel, 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 die Muschel, die Muschel, die brauche ich auch noch. Dum, 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 dum. So, hier ist erstmal nichts. Kurz auf den Rapperplatz rein. Ah, die Katze ist da. Kätzchen, Kätzchen, nin, 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 miau, 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 miau. Achso, hatten wir schon gestreichelt. Scheiße. So, Butteröl haben wir sonst alles da. Den Ingwer nicht. So. Ich mach's dann noch so, dass ich dann morgen zu Sandy gleich den Speerfisch mitnehme, ihr den schenke und dann am übernächsten Tag, am Montag, nochmal einen neuen Angel. Weil das macht dann irgendwie ein bisschen Sinn für mich zumindest, weil dann haben wir ein paar Sachen erledigt. No. So, das Wichtigste hätten wir. Die Aloe könnten wir wahrscheinlich nochmal hier verkaufen. Verkaufen, sage ich schon, verschenken an das Äffchen. Äffchen, Äffchen, Äffchen. Da bist du, ne? Mein Süßer. Weil ich müsste doch mal hier versuchen, noch im Sommer mal zu angeln. Hätten wir eigentlich gleich mal machen. Im Sommer war ich hier noch nie angeln. Immer nur im Frühjahr bisher. Ach, guck mal da, 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 ich sehe es doch da. Da, da schwimmt doch direkt ein großer Fisch an der Angel dran vorbei. Da, geh schon wieder. Da, da ist doch einer, Mensch. Kann da nicht gleich einer anbeißen? Na, oh, wahrscheinlich nicht. Und ein kleiner Fisch. Ich hol den mal gleich raus. Mal gucken, was es gibt. Ach, ein Krebs. Ach so, hier im Süßwasser. Also, ich trage schon zu viel. Na super. Na dann bringen wir gleich mal Sachen weg. Wer war das da? Ach, die kleine Jenny? Ja doch, Jenny, ne? Nee, ach, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich komme mit den Namen durcheinander. So, Kiki. Hätte jetzt schon wieder beinahe fast die Butter gefressen. Weil da stand nämlich verbrauchen. Wir machen es anders hier, damit ich keine Zeit verschwende. Zack. Oh, den holen wir bald ich mal. Nee, was mache ich denn? Ich will doch kein Holz verkaufen, bin ich blöd? Zack, zurück damit, mein Freundchen. Kiste öffnen, danke. Zack, 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 zack. Nee, halt, den Hummer holen wir auch wieder zurück. Hummer? Nicht deppert. So, die Blümchen, die wir haben, die zwei können wir verschenken. Was soll ich tun? Nach Rezept und gleich einmal gebrannte Mandeln, bitte. Ja. 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 Und ich mache auch nur einmal.
Tada! So, geben wir gleich mal Doraemon, wenn er bei uns hier in der Nähe ist. Hoffe ich doch. Der ist bei uns auf der Farm. Oh, das ist sehr schön. Da kann ich gleich mal speichern. Bevor ich es nämlich wieder verkacke. Doraemon, wo bist du? Da unten ist Termis. Personenfinder aktivieren. Doraemon, wo bist du? In der Richtung ist er. Da lang ist er? Hä, wo ist er denn? Hä, hier ist die Katze? Hä? Moment. Hä? Also angeblich ist er hier irgendwo. Hä? Ach, da oben. Meine Fresse, hier. Reden. Wie, kann ich mir gebrannte Mantel bringen? Wir sprachen darüber, ja. Ich brauche sie bis zum 20. Hier, na. Da hast du sie. Danke, Kumpel. Nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke, Kumpel. Lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Oh ja. Wir haben das Pfanngericht. Ih, da sind Pilze drin. Nein, danke. Ih, Pilze kannst du behalten, Freundchen. So, wie viel Energie haben wir denn noch? 62, das sollte reichen. Dina, mit dir quatsch ich jetzt halt. Dem. Kurz in den Holzfällerwald nochmal gucken. Nein, nichts getriggert. Bei mir nicht, auf der Farm. Hey Jenny, mit dir quatsch ich jetzt gerade nicht. Macht ihr jetzt? Oh, da hinten ist Raviola. Oh, hey, Nobita. Habe dich nicht gesehen. Käfer überall, aber ich lasse sie nicht in meinen hier. So, Fräuleinchen hier. Alina. Danke, Schätzchen. Ich werde es in Ehren halten. Konnichiwa. Hallo, Nobita. Machst du einen Nachmittagsspaziergang? Nö, überhaupt nicht, Fräuleinchen. Ich will da nicht das Unkraut, Mensch. Zack. Zack. So. Zum Glück können wir die Blume nicht essen. Die können wir nur verschenken. Aber hey. Die gebrannten Mandeln haben wir abgegeben. So, hey, Wiener. Ich wette, du hast großen Hunger. Nein, nur ich. Ja, wenn sie Hunger hat, na dann. Arigato. Danke, Nobita. Oh, anscheinend haben wir uns aber noch nicht gut genug mit ihr anbefreundet. Naja, ich soll's. So, dann schnell vor die Mine gehen, speichern. Bis 18 Uhr könnte man vielleicht sogar noch ein Nickerchen machen. Ja, bis 18 Uhr machen wir noch ein Nickerchen. Denn dann hätten wir drei... Nee, wir haben dann nur 2 Stunden Schalt. Scheiße. Ich habe nur 2 Stunden Schalt. Damit... Na, das kriege ich trotzdem hin. Und wir können ja heute mal gucken, ob wir nicht... Denn wir machen nämlich den Trick. Dass wir erstmal speichern und dann nochmal neu laden. Für den Fall, dass ich hier ewig und 3 Jahre nicht weiß, wo ich runter muss. Okay, also dauert dann... So, waren wir dann... So, wo haben wir denn hier den Gang nach unten, ha, Freundchen? Ist der hier irgendwo wieder am Anfang, oder was? Gleich am Eingang, ganz ehrlich. Zack, lese ich nochmal das Tagebuch. Zack. Und.
Nicht da, sondern eins daneben, bitte. Da ist er nämlich. So. Da sind doch schon die Steinchen, die ich mir erhofft habe. Hallo? Hallo? Geht doch. So, mit einfachen draufhauen wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber mit zweimal draufhauen. So, jetzt müssen wir auch wieder erstmal finden. Wo wir, ich weiß ganz ehrlich, Bausteine und so, die brauche ich nicht. Ah, gut, das geht noch. Speichern wir nochmal. Wie viel haben wir denn? 53, das sollte reichen. Eisenerz ist schon mal sehr schön. Hier kommen 50 Punkte, ist noch nicht viel, Freundchen. Armfossil habe ich schon ein paar Mal. Noch mehr. Silbererz, ganz knapp an dem Golderz vorbei. Oh ja. So, wie viel haben wir denn noch? Wie viele Punkte? 35, das sollte noch ausreichen, um hier ein bisschen voranzukommen. Na, komm schon. Ja, speichern, danke. Nautilus. Ich glaube, da hatten wir noch nicht so viele, ne? Golderz. Ja, komm schon. Komm schon nur wieder. Tu mir das nicht an. Echt jetzt? Nautilus? Wie haben wir denn noch? Wie viele Punkte? Ah ja, nee. Also hier in dem unteren Bereich definitiv nochmal, aber wegen den Nautilusen? Ja, ja, na, 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 na. So. Hier war der Nautilus, glaube ich, ne? Ne, hier. Auch nicht. Dann hier. Hallo, wo waren jetzt die Nautilus? Da war sie nämlich. Und hier hinten war einer, glaube ich, ne? Hallo? War denn noch einer? Hm. Das war der Trilobit. Eisenerz, ja, ich bin auch müde, Freundchen, komm. Eisenerz, Bausteine. Hallo? Geht's jetzt hier gar nicht weiter runter? Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt hier? Finden wir, und wenn ich einen mal hole. Schade. Ich will aber wenigstens wissen, tut mir leid, Freunde, ob ich hier allgemein überhaupt runterkommen würde, noch eine Ebene. Es kann ja nicht sein, dass es hier gar nichts mehr gibt. Silber? Okay. Da wäre es gewesen, okay. Hier war aber noch Eisen, ne? Ne, hier war Eisen. So. Oh ja, okay. Moment, da mache ich mal kurz ein Speicherchen. Nochmal ganz kurz, ganz kurz. Ich weiß, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ausdauer, keine
Nee, da kann er nämlich nicht mehr draufhauen. Konnte ich mir schon was denken. Ich! 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 Aber hier scheint es echt viel Eisenerz zu geben. Ich! Und Silbererz. Ich! 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 Hm. Huh! Ich! Ich! Tja, gut, das machen wir noch zu Ende. Wir werden morgen dann uns sowieso noch ein bisschen ausschlafen. Gut, das soll's auch gewesen sein. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir die normalen Steine abbauen können jetzt. Ansonsten kommen wir sowieso nicht viel mehr vor. Aber ich hätte ja noch was essen können immer die ganze Zeit. Naja, gut. Na dann, Freunde. Aber das ist doch eine gute Ausbeute mit 11 Eisenerz, ein paar Kupfererze. Jo, dann sage ich nur noch ciao, ciao. Den Rest springen wir morgen weg. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.